Und da sind sie, die kleinen blauen Pferde und die kleinen gelben Pferde und hängen da direkt nebeneinander. Wahrscheinlich zwei der beliebtesten Bilder in der Staatsgalerie. Franz Marc hat sie gemalt. Er hat viele Bilder von Tieren gemalt. Der hat auch mal gesagt, Tiere sind die besseren Menschen. Wer aber denkt, dass es bei diesen beiden Bildern tatsächlich nur um die Liebe zu den Tieren geht, der liegt doch ein bisschen daneben. Franz Marc hatte eine ganze Utopie erdacht, eine Farbenlehre geschrieben, wo er genau beschreibt, welche Farbe welche Symbolik bei ihm trägt. Blau ist das männliche Prinzip, herb und geistig. Gelb das weibliche Prinzip, sanft, heiter und sinnlich. Rot die Materie, brutal und schwer und stets die Farbe, die von den anderen beiden bekämpft und überwunden werden muss. Dabei war er nicht der einzige Künstler zu dieser Zeit, der die Idee hatte, dass tatsächlich einiges verändert werden könnte. Der Krieg stand vor der Tür und viele von ihnen sahen tatsächlich eine Möglichkeit im Krieg, eine Möglichkeit der Veränderung. Doch diese eigentlich sehr schöne Idee einer neuen, besseren Welt, die ihre Wurzeln in der Kunst fassen sollte, wurde nie wahr. Der Krieg zog ein rotes Band durch Europa und viele der Künstler fielen auch selbst an der Front. Auch Franz Marc. Während eines Erkundungsritts wurde er niedergeschossen und starb noch am Ort. Und wenn ich diese Knospe dieser Pfingstrose in meiner Hand betrachte, stelle ich mir vor, wie sie hätte aufblühen können. Diese Idee der perfekten Utopie, der neuen Welt, dank der Kunst. Oder wie siehst du das?